Wir sehen hier eine komische rote Flüssigkeit, dazu steht eine Nadel. Boah. Wir sind in einer Stadt, die unter Wasser gebaut ist, von der wir wahrscheinlich noch nie vorher was gehört haben. Irgendwelche Splicer, die offensichtlich total bekloppt sind, mit brennenden Möbeln nach uns werfen, versuchen uns hier einen Schädel einzuhauen. Das alles und wir finden hier was und als erstes, ja, was soll's. Rinder mit. Frühstückszeit. Ruhig, der genetische Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Der Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Das Unterbauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden, Feigling. Hab ich's mir noch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Irgendwie hat sich das so angehört, wie als ob die gerade meinen Tod vorhergesagt hat. Naja. So. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? So, jetzt haben wir hier dieses Plasmid. Da können wir jetzt mit der rechten Maustaste zwischen unseren normalen Waffen, also der Zange, und dem Plasmid wechseln. Ja. Das ist quasi unser Inventar. Hier sehen wir dann unsere ganzen Waffen und unsere Plasmide, die Fertigkeiten. Und mit diesem Electrobolt können wir... Muss ich... elektrische Geräte manipulieren und auch Gegner zum... ja, Gegner schocken, da sind die ein wenig gelähmt. Bautz! Ja, ansonsten, was man hier so im, mal im Hinterkopf behalten musste, dieser Rhines oder wie der hieß, hat ja gesagt, hier Forscher forschen ohne lässige Moral. Sieht man ja was bei... Da ist mein Flugzeug gekommen. Na, wir sollten vielleicht lieber doch machen, dass wir auch schon nichts rauskommen. Huch. Wir drücken dann die Wasserwanne ein bisschen. Hier sehen wir noch ein paar Fische rumfliegen. Mit Heidi. Mülleimer und hier können wir alles, das sind diese Eve-Spritzen, damit können wir das Eve wieder aufwerten, sage ich schon, aufladen. Das sind die Vita-Chambers. Ah, hier kann ich ja auch nochmal kurz vorlesen. Sollte es passieren, dass dich einer der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita-Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ja, sehr gut zu wissen, ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita-Chambers funktionieren automatisch. Sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Yep, also das sind quasi unsere Speicherpunkte oder Continue Points, wie auch immer. Da werden wir dann immer wieder reingeworfen, wenn wir gestorben sind, was durchaus ein-, zweimal passieren wird. Ansonsten können wir hier allen möglichen Mist durchsuchen. Ugh. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Wo ist er hin? Nicht den Richter, Arschloch! So. Ja, genau so. Ist hier noch einer?
Nee. Nähere Betrachtung, also so die Lippe darunter hin, könnte der auch an einem Hirnschlag gelitten haben. Also seine linke Gesichtshälfte gelähmt, kann natürlich auch in dem Moment passiert sein, als wir ihn eins mit dieser hochschönen Ohrzange über den Schädel gezogen haben. Aber das soll nicht unser Problem sein. Verbandskasten und Eve haben wir nochmal mitgenommen. Ja, und da sehen wir, dass Pleiss ist, das Eve, der Dingsbolt ist wirklich ganz brauchbar. Hier haben wir noch so eine Eve-Spritze. So, hier haben wir Wein. Ja, eine Flasche Merlot stellt zwar eine kleine Menge Gesundheit wieder her, entzieht aber auch eine kleine Menge Eve. Wie alle Nahrungsmittel und Getränke wird auch er verzehrt, sobald er aufgenommen wird. Ja, also hier können wir dann finden wir verschiedenes Zeug. Das heißt, wenn ich... Das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht trinken, weil ich habe noch volle Gesundheit. Da würde mir ja einfach nur Eve fehlen. Gott, wir durchsuchen die Leiche. Rapture is dead. Zigaretten, ne, da war auch irgendwas. Zigaretten, eine Zigarettenschachtel wird dir einen sehr kleinen Eve-Schub verleihen. Achtung, kann der Gesundheit schaden, ja. Ja, Zigaretten werden in dem Moment geraucht, in dem sie aufgehoben werden. Ja. Kartoffelchips nochmal. Ja, also wir haben hier ganz viel Zeug, was wir immer wieder finden, was wir aufheben können. Und allen möglichen... Wieso denn das? Bautz, Junge! So, stehen so blöd rum. Habe ich hier noch was übersehen? Da sollte man immer mal wieder gucken. Ansonsten, wie gesagt, dieses Forschen ohne... Nee. Ja genau, die Kiste, die ist da jetzt grau, das heißt, da waren wir schon mal dran. Da können wir sie auch gar nicht mehr öffnen, dass man die anderen ins selbe reinguckt, was ich eigentlich auch ganz, ganz gut finde. So, jetzt hat er automatisch nachgeladen. Komm zurück! Nein! Die Viecher rennen auch noch angezündet durch die Gegend. Das ist ja Hammer. So. So, also bis jetzt hat uns Atlas ja noch nie so viel gesagt, was wir eigentlich machen sollen. Wir sollten nur einfach mal ein Stück weiter nach oben rennen. Oder oben. Wir bitten den Staub zu entschuldigen. Naja. Ich glaube, wir haben andere Probleme. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Spleißer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Geh zu Neptunes Bounty. Ja, schön. Die Alte singt. Die hat uns noch nie gesehen. Das Verbandskasten. Hier haben wir noch einen Pep-Riegel. Und Daddy auch. Warte. Es passiert alles vorher. Und nichts. Warum bist du nicht hier? Warum heute und nicht damals, als du noch so süß warst und warm? Hallo. Warum kann Mami dich nicht an ihre Brust halten und deine Zähne spüren? Ihre Frau? Oh nein, 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 nein! Baby und ich, Baby! Oh. Die Plasmiden haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Maskenball 1959. Cocktail Lounge. Sehr schön. Ja, das meinte ich vorhin mit hier. Der Typ hat ja versucht, hier so eine alternative Blah-Welt zu schaffen. Und ja, Forschung ohne... Oh, halt, Moment, was ist... Hier habe ich doch gerade... Habe ich hier gerade irgendwas...
Old Tom Whiskey? Und was ist das? Zigaretten? Zigaretten sind immer gut. Old Tom Whiskey. Whiskey gibt mir eine kleine Gesundheit wieder, entzieht aber, achso, wie alle Getränke, Gesundheit ja, Eve nein. Ja, das braucht man nie. Also, die muss man scheinbar wirklich überall gucken, damit man hier nichts übersieht, was hier irgendwo stehen könnte. Ja, also diese Forschung mit diesen Plasminen hat hier scheinbar so ein bisschen den Untergang herbeigeführt und irgendwie so wie es bis jetzt aussieht, ist dieser Ryan scheinbar niemand, der seine Macht so gerne abgeben will. Mit dem sind wir hochgekommen, oder? Wir haben wieder eine Vita-Chamber. Naja, setzen wir unseren Weg mal fröhlich, feuchtfröhlich fort. Wir haben eine Waffe, aber nur 6 Kugeln. Wir benutzen weiter nochmal die Bolt-Schraubzwingen-Kombination. Hallo? Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Bist du dir eigentlich dabei, Charlie? Wo gehst du hin? Na los, komm raus, Zicke. Oh Gott. Ist die alte schnell. Das ist ja furchtbar. Was rennt denn die so bösartig hier durch die Gegend? So Leiche, zack, zack. Dollars. Geld spielt ja auch noch eine Rolle. Wir haben nochmal Munition und nochmal Geld. So, die hat irgendwas von Adam gefaselt. Nein, ich wollte... Naja, was soll's. So, jetzt bin ich besoffen. Ja, dieses Adam, keine Ahnung, was das ist. Das wollte ja auch diese Little Sister uns danach durchsuchen. Ich hatte so das Gefühl, das ist wahrscheinlich kein angenehmes Durchsuchen. Katze. Was? Katzenfutter kann man jetzt nicht essen, das ist schon... So, wer, bietet hier. Wenn du einen Splicer am Wasser siehst, verpasst ihm eins mit dem Elektroboard. So, ganz wichtig dabei ist, wenn mir ein Wodka... Ach, wir trinken heute einfach mal alles. Ja. Wenn wir mit dem Elektroboard das Wasser unter Beschuss nehmen, unter Strom setzen, es ist ganz wichtig, da nicht selber direkt reinzurennen, sondern erstmal schön zu warten, bis das dann verschwunden ist, weil das kann uns, ja, das tut uns nie gut. So, wieder ein seltsames Silvester. Das ist ein Aufzeichnungen. Tagebuchaufzeichnungen sind Nachrichten, die die Bewohner von Rapture entweder für sich selbst oder für andere aufgenommen haben. Drücke, nicht belegt, es ist in dem Fall, glaube ich, T, um die letzte Aufzeichnung abzuspielen, die du aufgenommen hast. Mit dem Nachrichtenreiter kannst du eine komplette Liste der Tagebuchaufzeichnungen einsehen. Diejenigen, die bereits in deinem Besitz sind, kannst du dir anhören. Ja, da haben wir dann hier noch so einen Reiter später. Also haben wir jetzt auch schon, ich habe noch gerade die Taste vergessen. Wo wir uns das dann alles ansehen können. Und jetzt drücken wir einfach mal T und der spielt den ab. Wieder mal Silvester. Also im Endeffekt eine einsame Nacht. Wie ein Audiolog, wenn man es mal so nennt. Ich will ausgehen. Du sitzt denn hier feist aus fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Blick. Ich trinke oft Ian McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert?